Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die liebe Lena von Lenas Welt der Bücher hat mich getaggt zum Halbjahresrückblick und die Gelegenheit nutze ich doch gerne, um euch mal so ein bisschen näher zu bringen, was so meine Highlights und Flops im ersten Halbjahr waren. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsjahr des ersten Halbjahres? Und da musste ich ein bisschen überlegen, weil ich einige Bücher hatte, die eher Highlights waren, aber jetzt keins, was das absolute Lieblingsbuch jetzt ist. Aber ich habe mich entschieden, und zwar für dieses Buch, Wohin du auch gehst, von Lisa Raven oder Lisa Raven oder wie auch immer man sie nun ausspricht. Das ist der erste Teil von Bad Romeo und Broken Juliet. Das ist ein New Adult Roman und es geht um eine Schauspielschule in New York und um Cassie, die eben da ja jetzt ihre schauspielerische Ausbildung beginnt. Und dann gibt es da natürlich einen Typen, der heißt Ethan, und der mit dem gerät sie immer wieder so ein bisschen aneinander. Sie weiß nicht so richtig, was sie von ihm halten soll. Sie findet ihn irgendwie gut und er findet sie auch irgendwie gut, aber er ist dann im nächsten Moment wieder so unnahbar. Das hört sich jetzt an wie ungefähr jedes fünfte New Adult Buch, aber das Buch ist wirklich wahnsinnig gut. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und ich habe so mitgefühlt und es ist irgendwie, hat es immer noch so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und ja, ich habe es einfach geliebt. Die zweite Frage ist, welches Buch war im ersten Halbjahr die beste Fortsetzung? Und ich konnte jetzt, wohin du auch gehst, nur mit gutem Gewissen auf den Titel des Lieblingsbuchs verleihen, weil es diese Frage nämlich jetzt gab, die jetzt eben die zweite Frage ist, weil sonst hätte das eventuell den Platz Lieblingsbuch bekommen. Aber so kann ich beide zeigen. Und zwar geht es um The Raven King von Maggie Stiefvater. Das ist der vierte und letzte Teil der Raven Boys Reihe. Ja, es ist der vierte und letzte Teil, deshalb erzähle ich euch da jetzt nicht so viel drüber. Aber ich habe das Buch wirklich geliebt. Es war ein toller Abschluss, auch wenn manche damit nicht so zufrieden waren. Aber ich fand es eigentlich echt alles ganz gut gelöst. Es geht in der Reihe so ein bisschen um... Also es ist sehr schwer zu erklären. Es gibt eine Gruppe Jungs, die auf der Suche nach einem alten walisischen König sind, der irgendwo begraben ist. Und dann gibt es diese sogenannten Ley-Linien. Das sind so Energielinien, die sie irgendwie dahin führen sollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Blue. Das ist ein Mädchen aus einer Familie voll mit Menschen mit übernatürlichen Kräften. Also die meisten sind irgendwelche Wahrsagerinnen. Also es sind nur Frauen in ihrem Haushalt. Blue begegnet halt eben diesen Raven Boys und Dinge passieren und man kann es irgendwie nicht genauer sagen, aber es ist einfach so eine tolle Reihe und ich liebe, liebe, liebe sie. Und auch wenn der Schreibstil am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und sich alles eher ein bisschen langsam entwickelt, lohnt es sich sowas von dran zu bleiben. Ich liebe einfach diese ganze Reihe. Ist einfach, ja, absolute Empfehlung. Die dritte Frage ist, welche Neuerscheinung hast du noch nicht gelesen, aber kannst es kaum erwarten, endlich damit anzufangen? Und dafür habe ich mir Lady Midnight rausgesucht von Cassandra Clare. Das ist der erste Teil dieser neuen Dark Artifices oder Artifices oder wie auch immer. Trilogie, glaube ich, Trilogie. Und ich würde wirklich gerne dieses Buch lesen, wirklich, wirklich gerne, aber ich muss erst noch City of Heavenly Fire lesen und irgendwie komme ich da momentan nicht zu und es ist so ein dickes Buch und ich weiß auch nicht. Irgendwann wird es passieren. Ich hoffe auf, also ich denke noch dieses Jahr, aber erstmal jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Monaten, glaube ich. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Buch. Die vierte Frage ist, welches Buch hat dich enttäuscht? Und das war Heir of Fire von Sarah J. Maas. Das ist der dritte Teil von Game of Thrones und ich hatte das als Hörbuch gehört. Ich weiß nicht, ob es eventuell auch daran lag, aber es lag auch an der Geschichte. Das Buch ist ziemlich dick und ich finde, dafür passiert recht wenig. Also ich hatte mir echt mehr erwartet. Die Handlung hat mir nicht so gefallen. Es hat sich gezogen und dafür, dass vor allem der erste Teil irgendwie mehr oder weniger zu meinen Lieblingsbüchern gehört und der zweite Teil zwar schon in eine andere Richtung ging, aber irgendwie immer noch mir sehr gut gefallen hat, hat der dritte Teil irgendwie schon nachgelassen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, den vierten Teil zu lesen, weil der gefühlt noch dicker ist und ich Angst habe, dass es mir nicht gefällt. Die fünfte Frage ist, welches Buch hat dich überrascht? Und es war The White Rose von Amy Ewing. Das ist der zweite Teil von Das Juwel. Und Das Juwel
fand ich nicht so berauschend. Also alle hatten das ja irgendwie so gehypt und ich hatte dann vielleicht auch zu hohe Erwartungen, weiß ich nicht, aber es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Also ich fand es eher flach und öde und war nicht so meins, aber ich habe trotzdem weitergelesen und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn der zweite Teil hat mir um Längen besser gefallen als der erste und ich freue mich jetzt schon richtig auf den dritten Teil, der, glaube ich, im Oktober erscheint auf Englisch oder November, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der sieht auch wahnsinnig gut aus vom Cover her. Jedenfalls, ja, hat mir der zweite Teil viel besser gefallen und das war demnach meine Überraschung sozusagen dieses Halbjahr. Die sechste Frage ist, welche Autorin oder welcher Autor ist deine persönliche Entdeckung für das Halbjahr? Und da habe ich einen Autor, der ja wirklich jetzt nichts Neues ist oder so, aber ich habe halt erst jetzt sozusagen damit angefangen, seine Bücher zu lesen. Und es geht um Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes geschrieben hat. Und es geht, also das hier sind jetzt mal beispielhaft drei Bücher von ihm. Ich habe noch eins, zwei, drei, vier andere. Und es werden irgendwie stetig mehr. Jedenfalls sind das die Penguin Classic Library Editions von, also das hier sind einmal so Kurzgeschichten. Das sind andere Kurzgeschichten und das hier ist der Hund oder der Hound der Baskervilles. Ich habe mit Sherlock Holmes ja recht wenig Mut gehabt, so bis ich angefangen habe, die BBC-Serie zu schauen und die einfach wahnsinnig genial ist und ich liebe sie und ich möchte sie echt auch wahnsinnig gerne nochmal schauen und ich freue mich auf die vierte Staffel und ach, Liebe. Dadurch habe ich aber erstmal ja wirklich so richtig was davon mitgekriegt und dann hatte ich ja mich dafür interessiert, auf welchen Geschichten das beruht, beziehungsweise es gibt ja wahnsinnig viele Kurzgeschichten, er hat glaube ich über 60 Kurzgeschichten über Sherlock Holmes geschrieben und von daher ja habe ich mir einfach mal ein paar davon bestellt, um zu gucken, wie mir das gefällt und es gefällt mir sehr gut und von daher ist Arthur Conan Doyle meine persönliche Neuentdeckung dieses Halbjahr. Die siebte Frage ist, welche Figur hast du in dein Herz geschlossen? Und da muss ich sagen, es ist Blue aus Wen der Rabe ruft. Also es ist ja wieder mal The Raven Boys, weil die Reihe einfach von vorne bis hinten zu meinen absoluten Lieblingen zählt. Das ist jetzt mal stellvertretend der erste Band. Jedenfalls ja eigentlich Blue, weil sie so wundervoll seltsam ist. Aber eigentlich auch alle anderen Raven Boys. Weil die einfach, die Charaktere sind einfach so greifbar und irgendwie so tiefgehend und man baut irgendwie eine richtige Beziehung zu denen auf und ich liebe sie einfach alle. Und die achte und letzte Frage ist, welches ist das schönste Buch deiner Neuzugänge des letzten Halbjahres? Und da musste ich nicht lange überlegen, denn das hier ist eindeutig das allerschönste Buch der Welt. Das ist die englische Gesamtausgabe von Sherlock Holmes. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist eine von den Barnes & Noble Classic Leatherbound Editions oder so. Und sie ist einfach wunderschön und richtig schwer und es sind alle Geschichten drin und alle Bücher und sie ist einfach wundervoll. Ja, daran besteht kein Zweifel. So, ihr Lieben, das war der Halbjahresrückblick-Tag und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wen ich taggen soll. Ich habe keine Ahnung, wer den Tag schon gemacht hat oder wer auch nicht und weiß ich auch nicht. Also ich mache es wie immer, ich tagge niemanden und wenn ihr Lust habt, den Tag zu machen, dann fühlt euch einfach getaggt und schreibt es mir vielleicht einmal kurz in die Kommentare, wenn ihr das macht. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Und die achte und letzte Frage ist, welches Buch deiner Neuzugänge ist das schönste? Nein, was? Wie geht die Frage? Und die achte und letzte Frage ist, welches ist das schönste Buch deiner Neuzugänge? Und die achte und letzte Frage ist, welches Buch... Was? Ja, so viel dazu.